Hallo Kackbratzen. Als ich mich für dieses Video hinsetzte und meine verkalkten Gehirnzellen mit 2 Liter Kaffee ein wenig in Schwung bringen wollte, fiel mir ein, dass der Tag, an dem ich Final Fantasy 13 endlich im Postkasten fand, schon mit ein paar Höhen und Tiefen startete. Es war Anfang März im Jahr 2010. Leider war es keiner dieser ersten sonnigen Tage nach einem harten Winter, sondern es regnete in Strömen. Normalerweise würde man bei diesem Wetter nicht aus dem Haus gehen, aber Sony hatte an diesem Vormittag zu einem Presseding zu God of War 3 eingeladen, dessen Release kurz bevorstand. Dazu haben sie extra auch 2 Entwickler von Santa Monica ins regnerische München einfliegen lassen. Und welcher Ort eignete sich wohl am besten für die letzte große Extraportion Information zum kommenden Action-Titel mit unserem Freund Kratos? Natürlich beim Griechen. Allerdings von meiner Sicht aus am anderen Ende der Stadt. Ich habe mal das Video zu den 2 Burschen im Hintergrund eingeblendet. Wenn ihr euch jetzt über diese atemberaubende Qualität wundern solltet. Es wurde mit einem iPhone 3GS aufgenommen, dessen 3-Megapixel-Kamera erstaunlich gute Videos mit sagenhaften 640 auf 480 Pixeln aufnehmen konnte. Hören wir mal kurz rein, was die beiden zu sagen haben. The God of War 3, there's fully interactable, living, moving, creatures with their own agendas, when you're fighting boss. So weit, so gut. Irgendwann war die Oedipus-Platte natürlich aufgegessen und auch noch die letzten Informationen zu God of War 3 verraten worden, damit bei der Review auch wirklich nichts schieflaufen konnte und ich machte mich auf meine schwere Reise, zurück zum Fuchsbau. Es regnete noch immer und vielleicht war es nicht die klügste Idee, diese Converse Chucks Schuhe anzuziehen, denn irgendwie fühlte sich ein Fuß leicht feucht an. Allerdings lag es nicht daran, dass das Wasser von oben über die Haxen floss. Leider löste sich langsam die Sohle eines Schuhs und der Weg zur S-Bahn war leider noch weit. Mal abgesehen davon, dass es enorm unangenehm war, mit einem Schuh durch den Regen zu laufen, dessen Sohle schon circa zur Hälfte sich vom Schuh trennte, war mein Laufstil dementsprechend leicht unorthodox. Da ich es im Leben so nie nach Hause schaffte, schlürfte ich in den nächsten Schuhladen, wo man natürlich nicht gleich ein passendes Exemplar mit der Schuhgröße 46 ausgestellt hatte. Nach einem kurzen Blick im Lager kam der Verkäufer mit einem paar Chucks in der Farbe Kleinkind Durchfallbraun zurück, was mir aber in dem Moment auch ziemlich scheißegal war. Ich knallte das Geld auf die Theke, die alten verrotteten Schuhe in die Tonne und zog von dannen. Nach einer langen Odyssee war ich dann endlich daheim angekommen. Ich wagte einen kurzen Blick in den Postkasten und fand dort Final Fantasy 13. Ein langes und beschwerliches Quest später wurde ich zumindest mit einer relativ anständigen Belohnung entschädigt. So. Genug zur Story, die absolut fast nichts mit Final Fantasy 13 zu tun hat. Und sofern ihr nicht schon längst abgeschaltet habt oder mit blutenden Ohren vor dem Bildschirm zusammengebrochen seid, geht's jetzt auch direkt mit dem Video los. Nach der Werbung. Spaß beiseite. Denn wenn es eins gibt, was ich nicht ausstehen kann, dann diese verfickten Sponsorvideos. Als wir Mitte März nun also endlich Final Fantasy 13 in den Händen halten durften, war das wohl schon ein besonderes Ereignis, denn Square Penis hat uns lange warten lassen. Bereits auf der E3 im Jahr 2006 hatte man das Spiel angekündigt und nach vielen Verzögerungen konnte man beinahe schon meinen, dass wir vielleicht niemals die Disc in das Laufwerk unserer PS3 schieben dürfen. Darüber hinaus war auch schon die Enttäuschung für den kleinen PlayStation-Fanboy groß, als sich herausstellte, dass Jack Tretton auf der E3 im Jahr 2007 das Rollenspiel als PS3-Exklusivtitel verkaufen wollte, nur um dann knapp ein Jahr später festzustellen, dass das Spiel auch für die Xbox 360 erscheinen sollte. Final Fantasy 13 wurde zwar irgendwie exklusiv für die PS3 veröffentlicht, aber auch nur in Asien, wobei im Dezember 2010, also ein Jahr nach dem Japan-Release, auch dort das Rollenspiel für die Konsole aus dem Hause Microschrott veröffentlicht wurde. Machte dies Final Fantasy 13 zum einem schlechteren Spiel? Schauen wir mal nach. Final Fantasy 13 ist ein interessanter Richtungswechsel für die Serie, der sich von den rundenbasierten Traditionen der Haupttitel von Final Fantasy löst und sich einem Kampfsystem im Action-Rollenspielstil nähert. Während das Spiel technisch gesehen immer noch auf dem rundenbasierten Active-Time-Battle-System läuft, das bereits in Final Fantasy IV eingeführt wurde, geschieht die Action so schnell, dass es sich normalerweise überhaupt nicht rundenbasiert anfühlt. Hey, that wasn't like a challenge now, alright? Geschwindigkeit ist das A und O und alles bewegt sich mit wahrer Lichtgeschwindigkeit. Teil 13 versucht Spieler davon abzuhalten, Befehle manuell auszuwählen und bietet eine intelligente und intuitive Schaltfläche für den automatischen Kampf, die für sie die besten Angriffe auswählt. Der automatische Kampf ist erfreulich intelligent.
Man zaubert Libra, um die Schwächen eines Feindes zu entdecken, und man beginnt mit den Angriffen, die den meisten Schaden anrichten, und verzichtet dabei auf Kräfte, gegen die der Feind ohnehin völlig immun wäre. Das Aktivieren des automatischen Kampfes ist nicht die Herausforderung von Final Fantasy XIII. Es ist nur irgendwie eine Herausforderung auf eine andere Art und Weise. Das Spiel basiert auf dem Paradigmensystem, bei dem es sich im Wesentlichen um Klassen handelt. Paradigmen bieten unterschiedliche Fähigkeiten. Zum Beispiel ist mächtige Heilmagie exklusiv dem Heilerparadigma vorbehalten, während Verwüster schwere Angriffe mit schwarzer Magie ausführen können und Kommandos Angriffsspezialisten sind, die mit mächtigen physischen Angriffen den Feind vernichten. Insgesamt gibt es 6 Paradigmen, und während alle Darsteller jede Rolle übernehmen können, zeichnet sich jeder Charakter durch 3 besondere Begabungen aus. Lightning zum Beispiel eignet sich am besten als Kommando, Verwüster oder Heiler, was sie in die traditionelle Libero-Rolle versetzt. Eure Aufgabe besteht darin, die Paradigmen eures Teams zu verwalten und gleichzeitig die Bewegungen ihrer Hauptfigur zu verwalten. Man kontrolliert den Gruppenführer, während Paradigmenrollen und meist kompetente KI die Verbündeten kontrollieren. Die Qual der Wahl der Paradigmen ist der Schlüssel zum Gameplay, denn das strategische Wechseln des Paradigmas ist unglaublich wichtig, um ein Final Fantasy XIII halbwegs einen Blumentopf gewinnen zu können. Dieses neue System macht alles zu einem sehr rasanten Spiel, bei dem jede Sekunde und die beste Strategie zählt. Jeder Feind im Spiel hat im Wesentlichen einen Bruchpunkt, der durch die Verkettung von Angriffen über einen festgelegten Zeitraum erreicht wird. Am besten bombardiert man den Feind also zunächst mit mächtigen Status-Buffs und bricht dessen Verteidigung, um ihm dann mit gewaltigen und massiven Angriffen den Rest zu geben. Am Anfang mag dieses neue System chaotisch, schwer verständlich und ziemlich verwirrend klingen, da es auch jederzeit eure volle Aufmerksamkeit und schnelle Entscheidungen erfordert. Wenn es aber mal Klick im Oberstübchen gemacht hat, macht der Kampf unheimlich viel Spaß. Neben den Paradigmen gibt es aber noch eine weitere wichtige Komponente im Kampf. Jeder Charakter erhält ein Eidolon, also ein beschwörbares Biest, das ihm im Kampf hilft. Eidolons spielen in der Geschichte keine so große Rolle wie in Final Fantasy 9 oder 10, aber der Moment, in dem sie auftauchen, ist ein wichtiger Wendepunkt für jeden Charakter. Sie sind sehr gut animiert und nachdem man eine Weile an ihrer Seite gekämpft hat, kann man den Gestaltmodus aktivieren, der dazu führt, dass sich die Beschwörung verwandelt und man sie für eine bestimmte Zeitspanne sogar reiten oder steuern kann. Leider sind die Beschwörungen nicht so mächtig wie einige normale Angriffe. Trotzdem will ich euch nichts vormachen. Auch wenn man sich den neuen Paradigmen einverleibt hat, bleibt Final Fantasy XIII immer noch ein brutal schwieriges Spiel, bei dem man allzu oft und ziemlich schnell einen Game-Over-Bildschirm sehen wird. Oh. Not yet. Und einige Kämpfe ziehen sich ewig hin. Es mag ja sein, dass das Kampfsystem sein Potenzial nicht ganz ausschöpft und es für den traditionellen Final Fantasy-Fan als auch für den actionorientierten Spieler ein mächtiger Tritt in die Klöten ist, aber trotzdem ist es ein unterhaltsames und einzigartiges System, um das sich alles im Spiel dreht. Sogar die Charakterentwicklung. In Final Fantasy XIII gibt es keine Level. Stattdessen gibt es das Kristarium, das ein wenig an Final Fantasy X erinnert. Anstatt den Charakter insgesamt zu entwickeln, erhält man Kristarium-Punkte für die individuelle Entwicklung eines jeden Charakters. Ihr könnt also zum Beispiel alle eure Punkte für einen Charakter in eine einzige Klasse stecken oder alle Klassen gleichmäßig entwickeln, mit dem Nachteil, dass sie vielleicht weniger mächtig sind. Dinge wie HP, Stärke, Erhöhung der Magiewerte und zusätzliche Zubehörslots wirken sich insgesamt auf euren Charakter aus, unabhängig von seiner Klasse, aber alle auf Kristarium erworbenen Fertigkeiten sind an die jeweilige Klasse gebunden. Kommen wir aber mal zu einer unschönen Sache. What now? Die Karten von Final Fantasy XIII sind wohl die schlechtesten, die wir bis zu diesem Zeitpunkt in der Serie gesehen haben. Alles wirkt extrem eingeschränkt und die Spaghetti-Karten machen es insgesamt auch nicht besser. Das ist aber nicht unbedingt das größte Problem des Spiels. This is for your own safety. Die Welt von Final Fantasy XIII ist ein komatöses und langweiliges Mischmasch. Das Problem ist auch, dass man als Spieler nicht in die Welt mit eingebunden wird. Man fühlt sich irgendwie als Außenstehender, was im Grunde ja auch für die Charaktere zutrifft. Aber trotzdem wäre es ganz schön gewesen, sich aktiv mit der Welt und deren Einwohnern in Verbindung zu setzen. Es gibt nicht die traditionelle Sprechen-Option. In der Regel stellt man sich neben einen NPC hin und belauscht dessen Gespräche. Man erfährt keine lustige oder wichtige Fakten oder gar Informationen über die Welt als Ganzes. Man folgt den sturen und sehr linearen Pfaden der Story, wie auch schon den Spaghetti-Pfaden im Spiel, was für ein Rollenspiel eigentlich schon ein Todesurteil ist.
Dabei wurde die Welt von Final Fantasy XIII relativ sorgfältig und sogar wunderschön gestaltet. Es gibt so viele Details zu entdecken, die auch Erinnerungen an vergangene Titel aus der Serie erinnern. Leider wirkt eben alles so komplett seelenlos. Bereiche fühlen sich oft wie Korridore an, die einem entweder zu einem Story-Event oder zu einem Bosskampf bringen. Es gibt keine schöne zusammenhängende Welt. Man läuft von Seifenblase zu Seifenblase, ohne dass einem irgendwas dauerhaft in Erinnerung bleibt. Und da helfen auch nicht die Nebenquests im Spiel, da sie immer und immer wieder nach dem gleichen langweiligen Muster ablaufen. Die Kämpfe sind ja noch ganz lustig, aber alles wirkt so elendig in die Länge gezogen und nach der 30. immer gleichen Aufgabe hat man eigentlich absolut keinen Bock mehr auf diesen Käse. Es ist schon schade, dass man hier so viel Potenzial verschwendet hat. Dabei hat man sich sogar sehr gut um eine fantastische Besetzung der Hauptcharaktere gekümmert, auch wenn sich die Gruppe etwas kleiner anfühlt als in den bisherigen Final Fantasy Titeln. Man, I'm beat. What, no break? Alle Charaktere fühlen sich glaubwürdig an, obwohl sie immer noch bestimmten Anime- und japanischen Rollenspiel-Stereotypen entsprechen. Trotzdem sind alle durch die Bank relativ sympathische Typen. Und getoppt wird dies noch durch die einzigartige Synchro, den vielen Szenen eine kraftvolle und oft sehr emotionale Wirkung verpasst. Yeah, I'm a kid. I don't understand. Die Geschichte spielt in einer futuristischen Welt namens Cocoon, die von einem Falsi genannten übernatürlichen Wesen regiert wird. Die Protagonistin ist Lightning, eine ehemalige Soldatin, die versucht, ihre Schwester Sera zu retten, die von Falsi entführt wurde. Lightning schließt sich somit einer Gruppe von Flüchtlingen an, die ebenfalls von Falsi markiert wurden und so übernatürliche Kräfte erhalten haben. Zusammen versuchen sie, ihre Schicksale zu verstehen und gegen die Regierung von Cocoon zu kämpfen, die sie als Bedrohung betrachtet. Im Verlauf der Geschichte entdecken die Charaktere die Wahrheit über die Falsi, die Rolle der Menschen in ihrem Konflikt und die dunklen Geheimnisse hinter Cocoon und der benachbarten Wildnis Pult. Sie müssen sich mit ihren eigenen inneren Dämonen auseinandersetzen und gemeinsam gegen mächtige Feinde kämpfen, um ihre Welt zu retten. Das klingt jetzt auf dem Papier ganz nett, aber das eklatante Problem der Geschichte ist das Fehlen eines echten großen Bösewichts. Es gibt in Final Fantasy XIII eben keinen Sephiroth, noch Kefka, noch einen Kuya. Die ganze Handlung konzentriert sich auf die feindliche Welt, gegen die unsere Flüchtlinge gegenübertreten müssen. Der Hauptschurke, wenn man ihn so nennen will, und seine unterstützenden Kumpanen sind schwach entwickelt und einige werden schnell und einfach erledigt, wodurch ihr Potenzial vernichtet wird, bevor es überhaupt die Chance hatte, sich zu entfalten. Das andere offensichtliche Problem liegt im Tempo, das oft so schnell ist, dass es der Geschichte schadet. Final Fantasy XIII rast in einem beeindruckenden Tempo voran, aber das bedeutet, dass sich die sanfteren Momente der Charakterentwicklung manchmal überstürzt anfühlen, während ein weiterer Kampf am sehr nahen Horizont wartet. Das Tempo ist zu Beginn am schlechtesten, aber aus einem anderen Grund. Final Fantasy XIII führt nach und nach seine Gameplay-Elemente ein und die ersten Stunden verbringen Spieler damit, nichts anderes zu tun, als auf den Auto-Battle-Knopf zu klicken. Es gibt noch keinen Paradigmenwechsel, kein Kristarium, nichts. Ehrlich gesagt waren diese Öffnungszeiten beschissen, und das Einzige, was mich am Spielen hielt, war die Geschichte. Es dauert etwa 10 Stunden, bis sich Final Fantasy XIII zu entfalten beginnt und spielerisch in Fahrt kommt. Das ist eindeutig zu lange und hat wohl viele Spieler damals den Spaß verdorben. Go! Wenn beim Auftakt eines noch perfekt ist, dann ist es die grafische Darstellung. Alles sieht absolut umwerfend aus, und auch wenn es an einigen Stellen mit schrecklichen Bodentexturen und seinem linearen Design etwas rau wirken kann, ist die visuelle Gesamtqualität in Final Fantasy XIII atemberaubend. Und das gilt im Prinzip auch für die Zwischensequenzen. We'll be okay. Calm down. Auch die Musik ist verdammt gut. Masashi Hamatsu hat einen interessanten Soundtrack beigesteuert, der in einer Minute von schwungvollen Orchestermotiven zu seltsamen, semi-techno klingenden Tracks mit Gesang in der nächsten wechselt. Für die internationale Version hat man sogar neue Stücke aufgenommen und einige katastrophal kitschige Melodien aus der japanischen Version entfernt. Das Hauptthema des Kampfes macht süchtig, so wie jede Final Fantasy Kampfmusik sein sollte, und es verwebt sich in und aus dem regulären Soundtrack, wobei die Hauptmotive dieses Themas und Seras Thema das gesamte Spiel dominieren. Zusammengefasst läuft das alles auf eine ziemlich einfache Aussage hinaus. Final Fantasy XIII hätte im Prinzip sehr viel Potenzial, aber am Ende krankt es dann doch an der Umsetzung.
Die Grafik war damals schon sehr bombastisch und auch die Story war eigentlich ganz gut, aber leider bröckelt die Fassade etwas. Die Handlung kommt nur schleppend voran und da kann auch das relativ gute Kampfsystem nicht mehr viel retten. Man muss schon sehr viel Geduld mit sich bringen, wenn man sich mit Final Fantasy XIII anfreunden möchte. Es hat definitiv seine Highlights, aber die Bereiche dazwischen sind so zäh wie Kaugummi, an dem man stundenlang rumgekaut hat. Aber trotz all der Fehler ist es auch noch heute ein sehr brillantes Spiel. That's all I need to know. You will see her, right? Don't go there. No room for doubt. You're right. We'll see her again. And soon. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trulala.